Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir cruisen gerade im Mercedes-Benz E63 AMG. Ihr habt's gehört, ich habe das S bewusst nicht mitgesagt, weil es nämlich der E63 Non-S ist. Schon mit Autopartikelfilter, also Modelljahr 19. Und durften hier ein wenig Hand anlegen. Das Fahrzeug hat theoretisch, so wie wir es mal im S63 gezeigt haben, einmal All-In bitte. Active Suspension Control fürs Luftfahrwerk, Active Valve Control für die Abgasklappen und ebenfalls hier Software-Mod für die Pop & Banks bekommen. Wir haben jetzt leider keine Aufnahme von dem Misfire von vorher. Ich kann euch das aber sagen, es hat so gut wie gar nicht geknallt. Also im Short-Plus-Modus runterschalten, einmal Gas anticken, vielleicht mal einen kurzen Pop gemacht und das war es dann auch schon. Also ganz selten mal zwei, drei Stück gemacht. Und ja, das war dem Besitzer ein wenig zu wenig. Und dementsprechend hat das Fahrzeug hier einmal einen Software-Mod bekommen, dass die Pop & Banks wieder ein bisschen aggressiver sind als früher, beziehungsweise als vorher. Und was halt hier noch eine Besonderheit ist, dass das Auto keine Klappentaste hat für die Abgasklappen. Das liegt darin, dass es ja den E63 und E63S auch ohne Performance-Abgasanlage gibt. Und die Besonderheit hier beim E63 ist, dass er die Abgasklappen dennoch werkseitig verbaut hat, aber keine Taste zum Steuern. Und da sind die ja, sehr moderat gehalten. Im Komfortmodus sind sie gänzlich geschlossen, öffnen erst ganz weit oben. Im Sportmodus verhalten sie sich ähnlich. Das heißt, wir haben die Abgasklappen im unteren Drehzahlbereich eigentlich immer geschlossen und sie öffnen erst oben rum, so im Bereich 2.500-3.000. Das heißt, da ist nichts mit AMG-Sound vorher. Und wechseln wir in den Sport-Plus-Modus, dann sind die Abgasklappen zumindest im Stand schon mal geöffnet. Und wenn wir fahren, dann sind sie immer noch unten rum geschlossen. Also der hat tatsächlich, dass sie nur einen Spalt offen sind beim Fahren im unteren Drehzahlbereich und im oberen Drehzahlbereich machen sie erst auf. Und das Misfire kommt dann auch noch dazu. So, wir haben jetzt, eine Sache habe ich schon fast vergessen. Hier wurde die Active Valve Control nachgerüstet, Software-Mod, Active Suspension Control, Misfire und der Race-Modus. Das Fahrzeug hat ja werkseitig, hat der E63 Non-S, hat nur den Sport Plus als Maximum. Und wir haben jetzt hier noch den Race nachgerüstet. Man sieht auch, dass man hier in der AMG-Performance-Übersicht sieht, dass der Motor auf Race steht. Dadurch, dass er jetzt auf Race steht, ist er im Ansprechverhalten noch mal einen Ticken aggressiver. Also er hat jetzt nicht dadurch mehr Leistung, sondern er ist wirklich nur noch aggressiver vom Ansprechverhalten her. Und es ist ein bisschen auch Optik geschuldet. Also der Kunde fand das geil, wenn er im Tacho und im Command-System halt Race-Modus auftaucht, wenn man halt runterschaltet. Ist halt natürlich Geschmackssache, ne? Mit der Race-Flagge ein bisschen was für die Augen. Und ich glaube, vom Ansprechverhalten her, ob er den Unterschied krass merken wird, das weiß ich nicht. Aber was er merken wird, sind die Pop & Banks. So, wir haben jetzt hier die Active Valve Control nachgerüstet. Bei dem Fahrzeug ohne Abgasklappentaste ist das so, dass das Ganze über die ESP-Taste geschaltet wird. Das bedeutet, wir fahren mal kurz hier Run an die Seite. Kann ich das zeigen? So, und zwar, das Beste ist zum Testen im Komfortmodus, weil da sind die Abgasklappen ja normalerweise geschlossen. Wenn wir jetzt die ESP-Taste zweimal kurz drücken, das heißt, er geht ganz kurz auf ESP Sport und sofort wieder zurück, dann werden die Abgasklappen geöffnet, die sind jetzt vollständig geöffnet und bleiben permanent geöffnet. Das heißt, ob wir das Auto jetzt neu starten, ob wir jetzt im Sportmodus fahren, im Sport-Plus-Modus fahren, die Abgasklappen sind jetzt immer geöffnet und auch vollständig geöffnet. Man hört auch sofort im Stand ein dumpfes Bollern. Wenn wir das wieder abschalten, dann ist es weg. Also wir hören wirklich Stille, komplett Stille. Und das ist auch beim Anfahren sehr, sehr leise. Also es ist einfach komplett ruhig. So, machen wir jetzt das Modul wieder an. Dann haben wir das dumpfe Brummen unten rum und beim Anfahren auch dieses AMG-Fauchen drin. Man merkt, der Autopartikelfilter schluckt unten rum sehr viel Klang, also dieses heftige Geboller vom Anfahren ist nicht da, trotz Active Valve Control. Aber wir haben, also das ist
echt hier drin. Sehr viel moderater als von draußen. Keine Doppelverglasung, aber sehr leise, ne? Ist also keine Doppelverglasung? Nee. Ist ein dickes Glas, aber ist nicht Doppelverglas. Ich habe mich schon gefragt, warum ist der Fernseher aber so langsam? Krass, ne? Aber von draußen ist er viel lauter. Ja. Also er hat diese AMG-Note im Klacken wieder, aber von hier drin hören wir dieses heftige Bollern nicht. Also das machen die Non-OPF machen das, aber die OPF-Autos, das ist tatsächlich so, dass er lauter wird, aber dieses Heftige fehlt ihm gänzlich. So, aber findest du es besser oder schlechter? Dass Geboller fehlt? Ja. Ich finde es natürlich schlechter, ne? Ich finde es sogar besser. Echt? Weil das so dröhnmäßig ist? Ja. Aber guck mal, beim S8 hatten wir auch dieses krass tiefe. Also bei dem ist es ja so, dass wenn du Power haben willst, hast du Power. Hast du Sound. Aber wenn du entspannt fährst, dann geht er dir nicht auf die Nerven mit seinem Geschrei. Das stimmt allerdings. Also er ist jetzt lauter, aber er ist nicht nervig. Wenn wir jetzt mal einen Sport-Plus-Modus wechseln, damit wir das Missfire haben. Ja, guck. Wenn du Sound haben willst, hat er Sound. Weißt du, was mich krass stutzig macht? Der ist von draußen so unfassbar viel lauter als der. Ja. Boah, nee, das Knallen ist geil. Jetzt fängt er an. Er kann noch viel lauter. Aber er ist warm. Also er ist schon mehr als warm. So. Er macht die dumpfen, wenn du nicht zu hoch drehst. Dann macht er die dumpfen. Also wir müssen tatsächlich ihn eher so bei 3,5. Da macht jetzt er die geht geil. Er los. Da macht er die geil. So, jetzt haben wir den zweiten Gang. Wieder 3,5. Ja. Ja, da kommt er gut. Der war gut. Der war gut. Genau, so viel zum Klang. Also trotz OPF kann man mit der Active Valve Control und dem Misfire als Softwareanpassung noch sehr viel rausholen. Und was natürlich obergeil ist, wenn man das Auto gebraucht kauft und hat ein Auto gekauft ohne Performance-Abgasanlage, kann man durch die Active Valve Control trotzdem viel mehr Klang rausholen als der Serie ist. Und das finde ich ist krass Ansage, weil wenn du das ab Werk bestellst, ich weiß nicht, was es kostet, ich glaube ein Tausender mehr oder so, die du theoretisch dafür ausgibst, dass du die Paga kaufst und er hat sie trotzdem schon verbaut. Ja. Weißt du, da kannst du ja theoretisch bewusst Autos suchen ohne Performance-Abgasanlage. Und baust einfach die Active Valve Control rein. Muss nicht extra danach suchen, einen zu finden mit Paga, wo er nachher 1000 mehr kostet. Also Performance-Anlage ist einfach nur mit Klappensteuerung. Ja, also wenn du das bestellst, hast du nur die Taste mehr. Ja, aber ich glaube, die bringt ja nicht so viel, ne? Die Taste? Ja, das ist ja so wie, im Original meine ich. Im Original ist ja wieder so viel, wie wir es kennen. Du drückst die Taste, er macht im Stand einen Spalt auf und beim Fahren unten rum lässt er sie zu. Ja. Du brauchst ja wieder das Modul, um ihn lauter zu machen. Dann kommen wir zur CT Automotive und das von AMG erst. Siehst du? Also das CT Automotive ist erst die AMG-Freischaltung. Ja, siehst du. Und jetzt haben wir hier die AMG CT Automotive-Freischaltung. Ja. Das S steht für CT. Wahrscheinlich. S für CT, macht Sinn, ne? Ja, muss ja. So, auf jeden Fall ist hier ebenfalls die Active Suspension Control verbaut. Bedeutet, wir können jetzt je nach Dämpferstufe, das heißt Dämpfer entweder, also Fahrwerk auf Komfort, Fahrwerk auf Sport oder Fahrwerk auf Sport Plus, eine unterschiedliche Tiefe zuweisen.
dass der im Short Plus ungefähr einen Zentimeter oder 15 mm mehr runterfährt, macht er auch weiterhin, plus halt den Wert, den wir in der App speichern. Wir haben jetzt hier überall ungefähr 3 cm tiefer und das heißt, das Fahrzeug wäre in jedem Modus gleich tief, außer im Short Plus, da ist er dann automatisch natürlich einen Zentimeter tiefer. Oh. Der war gut, der war gut. Ich habe die Kamera fast ins Gesicht bekommen. Das ist halt 63S. Ach so, ist dir das aufgefallen? Er hat hinten S-Emblem dran, ne? Ja, den habe ich aufgenommen. Ja, siehst du? Also ich bin aber auch davon ausgegangen, dass es ein S war, so wie er klang. Ja, siehst du? Also jetzt ist es echt ein echter, erst ein echter S. Ja. Genau, also so viel zu dem Thema. Das heißt, mit der Suspension Control können wir die drei Fahrwerkstufen, können wir den drei Fahrwerkstufen unterschiedliche Tiefen zuweisen. Sind jetzt überall 3 cm tiefer, außer im Short Plus, da ist er automatisch noch ein Zentimeter tiefer. Und können natürlich im Show-Modus ihn komplett ablassen, da ist er dann luftleer. Das heißt, wenn wir den Show-Modus aktivieren mit der Entlüftung, dann fährt er maximal runter. Das ist auch nicht mehr fahrbar, weil dann ist er wirklich bei 0 bar. Und würde ich auch nicht empfehlen, damit loszurollen, weil dann schleift man sich da irgendwas auf. Vor allem, wenn man Spurplatten drauf hat, liegt der komplett drauf. Kann ich nicht empfehlen, damit loszufahren. Der hat keine Spurplatten, ne? Nee, hat er nicht. Deswegen fährt er auch komplett runter. Vorne passt perfekt. Ja. Und hinten liegt der, glaube ich, mit diesem Dreckfänger. Ich weiß gar nicht, hat er den oder den abgeschraubt? Ich glaube, der ist nicht da. Also jetzt vom Erinnern erinnere mich nicht dran. Also dann fährt er da komplett ran, will man nicht mit losfahren. Okay. Hast du noch eine Frage zum Auto? Nee. Nee. Also der sah halt wirklich aus wie ein mit Show-Modus richtig geil aus. Ja, fett. Der sah auch aus wie ein S. Also ich bin davon ausgegangen, dass es ein S ist. Ja, das ist ein bisschen... Haben die Leistungsunterschied? Jein. Der S hat ja... Ja, doch. Der S hat ja automatisch 612 PS, ne? Und der hat jetzt auch 612 bekommen? Nein. Der hat jetzt wie viel? Der hat 585, glaube ich. Ja, wow. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Macht das wirklich so viel Unterschied? Im Alltag nein, aber der S zieht obenrum stärker. Also wenn du die beiden Autos gefahren bist, dann merkst du, dass der S obenrum wilder zur Sache geht. Ja, okay, aber wenn du diese Karre, ich sag mal so, das Auto hier kannst du keinem Fahranfänger geben. Nee, ich würde... Weil im Sport Plus allein schon... Allrad, ne? Im Sport Plus Modus, man braucht nicht mal den Race Modus. Sport Plus reicht aus, um sich voll zu scheißen. Also, du drückst gerade erst aufs Gas und das Ding drückt dich absolut in den Sitz. Stell dir mal vor, du machst den nicht nur Software, wir machen ja bei denen ja meistens ja nur Software, ne? Also nur ja. Stell dir vor, du machst noch CPC dazu, das zweite Steuergerät. Dann hast du auch die Getriebelimitierung weg. Dann fährt er über 1000 Newton. Kranker Scheiß. Und der marschiert jetzt schon sehr, sehr gut, ne? Wie viel Newton hat er jetzt? Serie, ich glaube 900, wenn ich mich nicht irre. Krank. 900 Serie? Boah. Yo, aber hast du gemerkt, was ich meine, wo du aufs Gas gedrückt hast? Der geht schon. Er drückt dich so in den Sitz, dass du erstmal vom Gas runter gehst. Boah, so knallt er aber auch heftigst noch, ne? Ah, 900 hat aber, glaube ich, der S nur. Der Nicht-S hat weniger. Ich weiß nicht, ob es 850 war oder so irgendwo in dem Bereich. Ich wollte noch erwähnen, dass wir hinten ja nicht nur das S-Emblem haben. Der Kunde hat sich auch die 63S-Abgasblenden drauf gemacht. Weil wenn du nämlich den Non-S hast, dann hat er keinen Zwischensteg bei den Blenden. Und er hat sich die vom S dran gepflanzt. Ja. Dadurch ist er optisch hinten auch... hat er nicht erkannt, wer dran ist. Dadurch ist er halt hinten auch optisch wie der S. Also von den Abgasblenden her. Genau. Also das haben wir auch noch. Also ist das Auto ziemlich nah an einem S jetzt. Das Lenkrad ist ja eh das AMG-Lenkrad. Ich hätte ja gerne hier noch die AMG-Tasten nachgerüstet, muss ich sagen. Aber er sagte, steht er nicht so drauf. So, das war es auch schon vom Mercedes-Benz E63 aka S jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde interessieren, wie findet ihr hier die Kombination von AVC und Misfire-Programmierung? Findet ihr, so passt das gut zusammen hier beim OPF-Modell? Oder findet ihr, komm, wenn OPF, dann lass auch alles Serie, das hat eh keinen Sinn. Ich persönlich würde nämlich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn man keine Performance-Abgasanlage hat, dann ist das ja echt heftig geil und absolut must-have mit der Active Valve Control. Freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Video.